Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es wird wieder gebastelt. Endlich 14 Uhr, endlich Montag. Und heute widmen wir uns einem Thema, was natürlich zur Weihnachtszeit nicht ausgelassen werden darf. Und zwar Geschenkverpackungen. Ganz besondere Geschenkverpackungen, denn wir haben die beliebten Blockbodenbeutel mitgebracht und vielleicht noch weitere Verpackungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es heute und morgen unsere beliebte Sortierung mit den Handlettering-Stickern zum Thema Schriften. Ja, und das sind ganz, ganz feine und auch mal größere Sticker, die hier einmal mit dabei kommen. Und wir zeigen euch, wie ihr zum Beispiel mit den Blockbodenbeuteln verschiedene Verschlussmöglichkeiten auch gestalten können. Ja. Und ich sage schon mal so viel, nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern fürs ganze Jahr. Das stimmt. Viele verschiedene Möglichkeiten, Tipps und Tricks zum Thema Geschenke einpacken. Jetzt für die Blockbodenbeutel. Wir haben Geschenktaschen, Boxen und vieles mehr mitgebracht. Natürlich gibt es wieder Aktionen unter www.ideenmitherz.de. Und ihr könnt die immer montags und dienstags bei uns erwerben. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr möchtet, gerne unter der Hotline, die jetzt eingeblendet ist, erreichen. Da sind wir immer ab 9 Uhr für euch da, nehmen Bestellungen auf und helfen gerne auch bei Fragen weiter. Also wir haben ja schon mal geguckt, was basteln wir heute, was gibt es an Themen. Die eine oder andere Überraschung, die lassen wir jetzt erstmal aus. Also freut euch da auf jeden Fall, was wir noch zeigen werden. Mhm. Ich finde es immer so toll. Wir haben zwar das Thema Blockbodenbeutel, aber ich glaube, es gibt wieder für jeden was. Wir haben Schriften, wir haben Papiere auch dabei, ein Stanzer ist mit dabei und vieles mehr. Eine schön durchgemixte Show. Bevor wir jetzt richtig loslegen, gucken wir aber gerne einmal rein, was ihr Tolles uns zugeschickt habt an Bastelideen. Danach gibt es noch das Gewinnspiel und vieles mehr. Aber erstmal, was ihr uns Besonderes geschickt habt. Genau, und hier hat die liebe Birgit uns drei Ideen zugeschickt. Und ich finde die Idee ganz besonders schön, einfach mal zwei Stanzschablonen zu kombinieren und daraus dann ein Puzzle zu machen. Ja. Aber sie hat auch zum Beispiel mit dem Airbrusher ganz toll gearbeitet. Und mein absolutes Steckenpferd, sie hat Radsterne gemacht. Also wunderschöne Perlsterne. Ja. Toll auch, die Kombination Blau und Silber. Ja. Und hier von der lieben Anna aus Trier, die hat uns ja letzte Woche zum Beispiel das das tolle Bild, das Neuschild. Ja. Und da hat sie jetzt auch noch mal was gemalt und gebastelt. Da sehen wir noch mal ihre Bastelwerke. Sieht wirklich klasse aus und schön, dass wir dich inspirieren konnten. Richtig schön. Ja, und die liebe Dagmar hat einmal zur Inspiration unseren Stern mit den Eisstäben hier nachgemacht. Und sie hat ihn sogar noch erweitert. Das finde ich richtig klasse. Und auch eine super schöne Leuchte gestaltet. Auch niedlich. Sieht wirklich klasse aus. Und hier von der Jeanette nochmal, passend zum heutigen Thema, falls ihr Adventskalender vorbereitet oder Geschenkverpackungen jetzt für die Weihnachtszeit. Ich finde nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern auch rund ums Jahr eigentlich ein wichtiges Thema, falls ihr Inspiration sucht. Da gibt es heute eine Menge und wir sehen ja auch schon, dass wir aus verschiedenen Sachen Verpackungen gestalten können, oder? Ja, das ist eben das Tolle, weil man hat dann auch was zu Hause und dann, wir zeigen auch später nochmal mit Papier, wie man eine ganz einfache Verpackung gestalten kann, um so Kleinigkeiten zu verschenken. Ja, das wird schön. Ich finde vor allem jetzt zum Nikolaus, das gibt es ja auch noch, da möchte man nochmal ein kleines Präsent verschenken oder eine kleine Aufmerksamkeit oder zwischendurch auch mal. Und da ist die Idee, also freut euch drauf, die ist super einfach, ihr braucht nur Papier. Und wenn man möchte, vielleicht noch irgendwas mit einem Band zum Beispiel, womit man es dann verschließen kann. Und schon habt ihr ganz schnell eine Verpackungsidee. Dazu aber gleich mehr. Wir können gerne einmal rüberschauen zu unserem niedlichen Alvin, unserem Wichtel, der ja jede Woche für uns etwas vorbereitet hat. Und wir sehen hier, er hat uns wieder Post mitgebracht. Wir schauen gerne einmal rein, was er uns heute erzählt. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Oder? Also ich sehe ja schon, dass es mit unserer Show zusammenhängt. Er schreibt auf jeden Fall, hallo liebes Facebook-Live-Team. Ich weiß, dass ihr Süßigkeiten mögt, darum habe ich für euch gebacken. Oh. Und schau mal, Patricia, hier sind zwei kleine Beutel für uns. Ist das nicht niedlich? Ach, wie niedlich. Ja, die lassen wir uns auf alle Fälle gleich schmecken. Danke, lieber Alvin. Ja, die nehme ich jetzt mit. Wir haben ja erzählt, heute dreht sich alles um das Thema Blockbodenbeutel, mit denen wir natürlich arbeiten, basteln werden. Wie man sehen kann, kann man die auch ganz, ganz klein zuschneiden und verpacken. Dein Geschenkchen erstmal für mich und auch für euch. Der Tipp, die sind nämlich lebensmittelecht und ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt einmal unsere Blockbodenbeutel an. Wir haben vier verschiedene Designs mitgebracht, aber stopp, bevor wir loslegen, muss ich glaube ich einmal noch mal die Kamera zurückrufen, weil wir was ganz Wichtiges nicht vergessen dürfen. Wir haben hier jede Woche ein Gewinnspiel. Genau. Wir haben uns jetzt schon eure Bastelideen angeschaut. Wir haben uns angeguckt, was Ivy uns an tollen Geschenken mitgebracht hat. Aber wir haben natürlich auch
eine Art von Geschenk jede Woche für euch. Und jetzt erklären wir euch, wie das funktioniert. Genau, deswegen teilt wieder fleißig dieses Video und dann werden wir am Ende der Sendung wieder den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin auslosen. Und dieses Mal gibt es ein prallgefülltes Überraschungspaket zum Thema Blockbodenbeutel. Ja, so, und jetzt gucken wir uns endlich die Blockbodenbeutel an. Also nochmal ab mit der Kamera zu den Blockbodenbeuteln. Wir haben euch heute in der Show insgesamt 4 verschiedene Designs mitgebracht. Zum einen unsere Blockbodenbeutel, die komplett klar sind. Die sehen wir hier einmal. Ich zeige euch die Verpackung, dann sehen wir noch mal ein paar Eckdaten dazu. Ihr bekommt insgesamt 50 von unseren transparenten Blockbodenbeuteln. Die Blockbodenbeutel sind alle lebensmittelecht. Ihr könnt also Kekse, Schokolade oder selbstgebackene leckere Sachen da jetzt einpacken und verschenken. Die haben übrigens eine Höhe von 35,5 cm und der Boden hat eine Größe von 10 x 16 cm. Die 50 Blockbodenbeutel sind jeweils 40% reduziert auf 5,98 Euro mit der Artikelnummer 011195. Das ist unsere erste Sortierung. Dann haben wir euch noch, da wir gesagt haben, wir haben rund ums Jahr Geschenkverpackungen mitgebracht, Blockbodenbeutel mit Schrift mitgebracht. Hier steht alles Gute. Könnt ihr für jeden Anlass verwenden. Hier ebenfalls 40% Rabatt. Die Artikelnummer ist jetzt einmal eingeblendet und wir sehen hier nochmal, dass ihr insgesamt 30 von den Blockbodenbeuteln bekommt. Wie gesagt, die sind alle lebensmittelecht. Ihr habt hier sogar den Boden, auf dieser Seite. Den Boden integriert. Wir geben euch gleich aber auch Tipps, wie man einen Boden setzen kann, wenn der jetzt im Blockbodenbeutel nicht enthalten ist. Also die 30 Blockbodenbeutel ebenfalls für 5,98 Euro. Wir haben hier auch nochmal 50 Mühe, richtig schön stabil. Die sind ja immer zweifach am Boden geklebt, wodurch ihr nochmal diese Stabilität bekommt, auch schwere Sachen einsetzen könnt. Und dann habt ihr nochmal eine Höhe von 30 cm. Hier nochmal die Größe von dem Boden 14 x 9 cm. Dann haben wir unsere Blockbodenbeutel mitgebracht in Sternform, wie wir hier sehen können. Hier habt ihr ebenfalls nochmal einen Boden gesetzt aus einem ganz tollen goldfarbenen Spiegelkarton. Hier habt ihr dieselben Maße. Das Tolle ist, ihr habt hier Sterne und auch nochmal 30 Stück. Mir wurde übrigens der Tipp gegeben, falls ihr sagt, ich möchte gar nicht die in Gold haben, sondern in Silber, könnt ihr euch die Tüte einfach umdrehen und dann habt ihr alle Sterne in Silber. Also die sind von innen silberfarben gedruckt, von außen goldfarben und ihr könnt das gerne tauschen. Vielleicht gucke ich gleich noch mal drüben, ob wir ein Muster haben, wo wir das zeigen können, ein Beispiel. Also das ist das Besondere hier. Ihr habt die in Gold und in Silber und es ist einfach nur eine Tüte. Dann haben wir euch noch eine letzte Sortierung mitgebracht und das sind unsere Eiskristalle, ebenfalls als Blockbodenbeutel. Hier nochmal 50 Stück, ebenfalls 40% reduziert, 11,58 Euro. Heute und morgen gilt das Angebot. Wieder eine tolle, schön hohe Grammatur, wodurch wir diese Stabilität haben. Ihr habt hier Eiskristalle drauf, die ich hier nochmal zeigen kann. Hier könnt ihr das auch nochmal umdrehen, wenn ihr möchtet, dann seht ihr das in Gold und Silber. Und ihr habt hier nochmal eine Höhe von 35,5 cm, so wie bei den Transparenten. Das waren einmal unsere 4 verschiedenen Blockbodenbeutel, die es jeweils mit 40% Rabatt gibt. Ich kann schon mal sagen, bei den Transparenten, falls ihr euch die sichern möchtet, seid da schnell, weil da haben wir nicht mehr eine große Menge von. Und dann dachten wir, wir können heute vielleicht nochmal unsere Zackenschere empfehlen, weil wir einen ganz tollen Abschluss damit gestalten können. Oder wenn wir mit Papier arbeiten, was wir auch gleich noch machen werden, sieht das immer klasse aus, weil das einen tollen Effekt erzeugt. Wenn ihr mit der Zackenschere arbeitet, könnt ihr das Ganze so aussehen. Da haben wir diese grünen Flächen mit der Zackenschere ausgeschnitten. Hat nochmal einen besonderen Look und bringt so ein bisschen Leben. Genau, das auf alle Fälle. Und man hat halt einfach nicht einen geraden Abschluss, sondern einfach mal so ein bisschen was anderes. Also die Zackenschere mit der Artikelnummer 011637 für 4,99 Euro. Und du bist schnell rübergelaufen und hast schon die 2 Blockbodenbeutel uns gebracht, damit wir sehen können, dass wir das
eigentlich in Silber und auch in Gold verwenden können. Und eigentlich ist es wirklich nur eine Tüte. Und das ist das Besondere hier. Genau, ich habe die jetzt einfach mal mit Füllwatte. Aber vielleicht gucken wir uns das gleich mal von oben noch mal genauer an. Dann kippe ich das Ganze nämlich mal. Dann sehen wir das nämlich hier ein bisschen besser. Hier ist jetzt die Goldvariante, so wie es ganz normal nach Hause kommt. Hier haben wir die Sternchen jetzt einmal hier in Gold. Und wenn ich die Tüte einfach umdrehe, dann habe ich von der Rückseite eben diese wunderbaren silbernen Sternchen. Und das ist nicht nur bei den mit den Sternen hier zum Beispiel, so, sondern auch hier jetzt zum Beispiel mit dieser Folie. Ich nehme mal das Weiß einmal weg. Dann kann ich das nämlich hier einmal zeigen. Wenn ich die jetzt nämlich einmal aufmache, haben wir jetzt hier die silbernen innen drin. Und auf der Außenseite haben wir das Ganze nochmal in Gold. Also auch hier könnt ihr bei den tollen Schneeflocken das Ganze natürlich tauschen, je nachdem, wie ihr möchtet. Und wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, oh, Zackenschere, was kann ich alles damit machen? Ich persönlich finde es schön. Hier haben wir jetzt gerade einmal den geraden Abschluss, aber ich kann hier einfach hergehen und kann mir die natürlich auch kürzen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte meine Tasche sowieso, meinen Blockbodenbeutel sowieso einmal kürzen, dann kann ich das natürlich auch wunderbar mit diesem Abschluss hier machen und kann mir aus dem, was ich abgeschnitten habe, zum Beispiel auch eine Banderole machen jetzt für eine Weinflasche, eine Sektflasche, einfach noch drumherum, weil ich habe jetzt hier dieses tolle Alles Gute hier einmal, dann würde ich jetzt oben einfach nochmal entlang schneiden, dass ich auf beiden Seiten eben hier diesen tollen Zickzack-Effekt habe. Ihr zu Hause habt ihr natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit wie ich jetzt hier. So, und jetzt habe ich oben und jetzt kann ich das Ganze einfach als Banderole um meine Flaschen geben oder auch um Grußkarten zum Beispiel. Kann man das natürlich auch wunderbar machen. Also das ist schon mal der erste Tipp, was ich alles damit gestalten kann. Dann können wir gerne vorne bei uns einmal schauen. Da haben wir ein paar Möglichkeiten vorbereitet, wie wir die Geschenke für die jetzige Weihnachtszeit oder einfach mal als Präsent vorbereiten können. Die einfachste Möglichkeit ist ja, dass man den Blockbodenbeutel mit einem Band verschließt, wie wir das hier sehen können. Wir haben Zierrüschen bei uns im Shop, nochmal der Tipp vielleicht, die sind reduziert, die könnt ihr verwenden. Und man muss die ja nicht nur immer hochkant verwenden, so wie man es kennt, sondern man kann die auch liegend. Genau, das finde ich eben das Schöne, das haben wir hier mal veranschaulicht, einfach mal mit ein bisschen Obst jetzt hier mal drin, dass man das auch einfach mal hinlegen kann. Das finde ich ganz besonders schön. Aber auch natürlich mal so Präsentkörbchen machen, einfach mal in eine Holzkiste jetzt mal hier den Blockbodenbeutel reingesetzt oder wenn man Marmelade selber eingemacht hat oder ein tolles Buch mal verschenken will. Ich finde, das gibt immer noch mal viel, viel mehr Leben, wenn man das in so einem Blockbodenbeutel gibt. Ja. Stimmt. Und jetzt kommen wir zu weiteren Möglichkeiten, wie ihr die Blockbodenbeutel verschließen könnt. Wir haben uns nämlich eine Ziehharmonika-Faltung rausgesucht. Eigentlich etwas, was man ja kennt. Einfach mit den Blockbodenbeuteln kombiniert. Wie das funktioniert, das erklärst du uns nämlich Schritt für Schritt. Und ihr könnt das bei allen Blockbodenbeuteln von uns machen. Genau. Transparent würde es ja so aussehen und wenn wir das nochmal mit diesem tollen, mit der Goldfolienveredelung haben, dann nochmal so. Aber wie funktioniert das Ganze? Weil da gibt es auch einen ganz wichtigen Tipp, den wir euch mitgeben möchten. Genau. Und zwar nehmt ihr euch erstmal euren Blockbodenbeutel und dann legen wir ihn jetzt erstmal hier einmal unten einmal auf eine Schneidmatte am besten, weil wir brauchen jetzt nämlich einmal unseren Lochschneider. Und jetzt sagt ihr so, wie hoch möchte ich meine meine Ziehharmonika-Faltung haben. Und dann geht jetzt hier einmal mit dem Lochstanze einmal hier in die Mitte her und gebt da jetzt einmal schon mal ein Loch rein. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Loch gemacht. Bis hierhin mache ich dann die Ziehharmonika-Faltung. Jetzt könnt ihr natürlich, dadurch, dass es lebensmittelecht ist, könnt ihr hier jetzt natürlich einfüllen, was ihr möchtet. Ich würde euch auch empfehlen, bevor ihr diese Ziehharmonika-Faltung macht, dass ihr das Ganze hier einmal befüllt. Ich habe jetzt hier ein paar Kekse mal besorgt. Ja. Die habe ich jetzt hier mal reingegeben. So leckere Lebkuchen. Und dann stellt ihr euch das Ganze hierher und jetzt fangt ihr an, die Ziehharmonika-Faltung zu machen. Das heißt, ich knicke das jetzt einmal nach hinten, kann das, damit es ein bisschen leichter geht, hier einmal so ein bisschen anknicken, muss es aber nicht. Dann gehe ich immer jetzt in die verschiedenen, einmal von mir weg, dann wieder zu mir her. Und ihr könnt ruhig zwischendrin immer mal wieder das Ganze knicken. Dann knicke ich das Ganze jetzt wieder zu mir, wieder von mir weg, bis ich unten angekommen bin. Und das mache ich jetzt einmal so weit, wie ich das möchte und versuche immer, das Ganze immer im selben Rhythmus zu haben. So, und jetzt bin ich hier bei meinem Loch angekommen. Nachher haben wir jetzt dann auch dieses wunderbare Schleifenband.
So, das mache ich jetzt hier einmal durch. Kannst du irgendwie helfen? Kann ich gleich einmal mit deinem Finger assistieren. So, jetzt habe ich das vorne und hinten einmal durch. So, jetzt muss entweder einer hält oder der andere fädelt. Silvana heilt jetzt in dem Fall einmal. Das heißt, Leute, die helfen daran. Mach das ruhig zu zweit oder Tipp nochmal, geht hier mit einer kleinen Büroklammer oder Sicherheitsnadel dran. Dann habt ihr es natürlich nochmal ein bisschen einfacher. Und jetzt versucht, den Knoten hier unten relativ nah an den Punkt dran zu machen. Macht jetzt hier einmal den Knoten. So. Und schon haben wir das jetzt hier unten einmal verschlossen. Und jetzt knicke ich das einfach nach unten und ziehe das Ganze hier nach oben. So, und schon habe ich jetzt meine Ziehharmonika-Faltung. Ich gehe mal ein bisschen weg, dann sieht man sie vielleicht ein bisschen besser. Ich mit meinem Glitzer heute, ja genau, du bist ein bisschen beruhigender. Kann man jetzt hier nochmal mit einem kleinen Klebepunkt hier oben das festmachen. Ich könnte jetzt hier das Band noch ein bisschen kreuzen und dann habe ich eine wunderschöne Verpackung gestaltet, die ich natürlich, je nachdem, wie ich es machen möchte, entweder mit den farbigen oder mit den kolorierten oder halt eben das komplett transparente, was ich natürlich auch sehr, sehr schön finde. Also ganz einfach und schnell. Eine Tasche so aufgepackt macht einen besonders schicken Eindruck. Vielleicht wollt ihr ja das zu Hause mal auch testen. Und das Tolle ist, man könnte das fast mit jeder Verpackung jetzt machen, wenn ihr möchtet. Genau, ihr braucht nur ungefähr die immer so die Hälfte, würde ich sagen, dass ihr das richtig schön jetzt Ziehharmonika-Faltung macht. Habt ihr weniger, kriegt ihr sie halt nicht so schön, dass sie so schön rund ist. Umso mehr ihr natürlich habt, umso schöner wird natürlich eure Ziehharmonika-Faltung. Habt das so ein bisschen im Hintergrund. Es gibt noch mehr Tipps und Tricks zum Thema Verpackungen. Wir gucken jetzt einmal weiter. Also zwei von den vier Blockbodenbeuteln, die wir mitgebracht haben, die haben ja keinen Boden. Und da haben wir uns eine ganz schlaue Möglichkeit überlegt, wie wir euch da weiterhelfen können. Zum einen haben wir euch unseren Spiegelkarton in Gold und Silber heute mitgebracht. Jeweils eine Sortierung mit 20 Bogen, 10 mal Gold, 10 mal Silber. Dieses schön hochwertige, edle, die spiegelnde Oberfläche passt jetzt optimal zu unseren Blockbodenbeuteln und zur Weihnachtszeit. Wir werden gleich auch noch mal falten und eigene Bastelkreationen schaffen, also besser gesagt Geschenkverpackungen. Unser Spiegelkarton ist heute und morgen übrigens auf 4,99 Euro reduziert mit der Artikelnummer 012007. Und hier spart ihr fast 50%. Ihr habt hier übrigens auch eine Grammatur von 200 Gramm. Dann haben wir, das drehe ich euch mal so ein bisschen zurecht, unseren Oslo Deko-Karton mitgebracht. Da gibt es einmal die bunte Sortierung, da fächere ich gleich einmal durch und dann einmal in komplett Goldfarben. Die hat eine geprägte Oberfläche. Das sehen wir hier jetzt bei dem goldenen Ton. Ich zeige die mal von vorne so ein bisschen näher. Und ihr habt hier insgesamt 30 Bogen DIN A4. Den Effektkarton, der so eine tolle geprägte Oberfläche hat in diesem edlen Goldton für 4,97 Euro. Und dann gibt es nochmal die Sortierung, wo wir die Farben haben. Und da gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Und da habt ihr ebenfalls die geprägte Oberfläche. Die kann man hier vielleicht nicht so gut erkennen, weil es so hell im Studio ist. Aber genauso wie auf dem goldenen habt ihr hier auch diese tolle Oberfläche. Übrigens eine Grammatur von 230 Gramm. 30 Bogen mit den verschiedensten Farben. 10 Farben. Da habt ihr jede Farbe dann immer dreimal. Und wenn ihr das gleich als Verpackung nutzt, denn wir werden euch gleich Schritt für Schritt erklären, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr euch zum Beispiel sowas gestalten oder wenn ihr euch die Zackenschere sichert, auch so. Ganz einfach gemacht und ich glaube, viele von euch können vielleicht schon erraten, wie das funktioniert. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es noch einmal unsere Handlettering-Sticker zum Thema Weihnachten. Ihr habt hier vier Bogen, zweimal in Gold, einmal Spiegelfolie und einmal die matte Sortierung, dann nochmal in Silber und sogar in Weiß. Ich habe mal gezählt, auf einem Bogen haben wir insgesamt 18 Schriften zum Thema Weihnachten. Und das Tolle ist,
Das ist ja dieses Besondere. Beim Handlettering sieht aus, als hätte man eine ganz besondere Schrift verwendet. Wir kombinieren Schriften, wie zum Beispiel, dass wir geschnörkelte Schriften haben und dann nochmal Druckbuchstaben, Groß- und Kleinschreibung. Die sind teilweise schön lang oder auch mal kleiner gehalten. Also einen kompletten Bogen voll mit insgesamt 18 Schriftzügen zum Thema Weihnachten. Und ihr habt 4 Stück, was bedeutet, ihr habt hier insgesamt 74 Schriften für 3,97 € heute und morgen. Da kann ich auch sagen, seid ihr ruhig schnell, weil die immer wieder beliebt sind, wenn wir die präsentieren. Also hier nochmal der Tipp. Und hier haben wir ja schon auf der Verpackung gesehen, dass man diese Schrift jetzt super benutzen kann. Sieht besonders toll aus. Ich finde, die haben nochmal was ganz Schickes. Ja, das ist die Kombination. Das sieht total schön aus. Und ich finde gerade bei diesen Handlettering-Stickern das so schön, dass wir große haben, kleine haben, was Geschnörkeltes, Druckbuchstaben, aber auch hier jetzt mal dieses friedvolle Weihnachten. Das ist so schön nochmal und es rundet, egal was man hat, einfach nochmal ab. Ja. Also hier nochmal der Tipp, die Artikelnummer dazu ist die 010828-01. Und wir haben am Anfang der Sendung noch darüber gesprochen, dass wir einen Stanzer mitgebracht haben. Wir fanden den Wimpelstanzer heute perfekt als Ergänzung für alle Bastelarbeiten, wenn es ums Thema Geschenke oder Geschenkverpackungen geht. Damit könnt ihr euch einfach diese Wimpel ausstanzen in 3 unterschiedlichen Größen. Die größte Größe hat eine Breite, Moment, ich ziehe ihn einmal zusammen, Patricia hilft mir, von 6,3 cm. Dann gibt es nochmal die zweite Größe von 5,1 und dann nochmal 3,8 cm. Also die 3 Größen könnt ihr euch damit ausstanzen. Und das Tolle hier ist, ihr könnt die so lang machen, wie ihr möchtet, könnt die Sticker damit kombinieren oder vielleicht auch einfach mal verwenden, wenn ihr einen Spruch draufschreiben möchtet oder aufschreiben möchtet, für wen das Geschenk sein soll. Der Wimpelstanzer mit den 3 Größen ist auf 8,97 € reduziert mit der Artikelnummer 011525 und wir sehen gerade bei dir, wie man das kombinieren kann. Das Tolle hier ist ja, wir können den komplett in der Länge benutzen, also so lang, wie wir das Papier eigentlich haben. Oder wir können den auch mal kürzen und dann ist der hier ganz klein. Denkt an eure Geschenke, auch jetzt zur Weihnachtszeit oder als Nikolausgeschenk. Da könnt ihr nochmal den Namen aufschreiben, für wen das Geschenk ist. Ich finde, man könnte das jetzt auch verwenden, wenn wir Adventskalender hätten. Da könnte man immer die Nummern aufschreiben. Ja, aber auch eine sehr schöne Idee. Aber jetzt kommen wir zu deinen Tipps. Genau, jetzt ist die Frage, Silvana, was machen wir erst? Stanzen wir erst oder machen wir erst die Verpackung? Was ist dir lieber? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Verpackungen an. Mit der Verpackung, sehr gut. Dann brauchen wir einmal das A4-Papier jetzt in dem Fall. Ich habe mich jetzt für diesen tollen abgesofteten Goldton jetzt mal entschieden. Dieses ganz tolle Oslo-Papier, das ist ja ein absoluter Liebling von uns in der Bastelstube. Und wir brauchen natürlich unser Schneidmaterial. Ich habe mich jetzt hier für den Rollschneider entschieden. Das funktioniert auch ganz einfach. Und zwar haben wir hier oben ja einmal die Skalierung hier oben und wir haben einmal was zum Falzen und einmal was zum Schneiden. Jetzt in dem Fall lasse ich das zum Schneiden hier einmal oben drin, weil wir brauchen jetzt nur das weiße Element zum Falzen. Ich klappe jetzt einmal hier das auf und gehe jetzt bei 12 cm, dass ich das hier einmal anlege hier oben, dass ich auch wirklich gerade komme, lege es wieder runter, halte es fest und ziehe jetzt mit etwas Druck einmal nach unten und man kann auch ruhig einmal noch mal nach oben gehen. Dann hebe ich es hoch und jetzt könnte man entweder hier jetzt 6 cm anlegen. Dadurch, dass das aber jetzt ein bisschen schwierig ist, einfach Tipp von mir umdrehen und hier jetzt auch noch mal bei 12 cm jetzt hier einmal hergehen, wieder runterklappen, gut festhalten, einmal nach unten ziehen, einmal nach oben ziehen. So, jetzt habe ich das hier einmal gefalzt, das Ganze jetzt schon. Ich lege das mal kurz beiseite. Und jetzt kann ich an meinen Falzungen das Ganze jetzt einmal in die Richtung nach oben geben und einmal nach hier nach oben geben. Und schon habe ich jetzt hier mein kleines Täschchen. Und jetzt kann ich natürlich hergehen, wie breit möchte ich es haben. Habe ich jetzt hier zum Beispiel eine Schokolade, die ich jetzt hier reingeben möchte, dann lasse ich es natürlich so. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, ach, ich möchte es ein bisschen kleiner haben, dann nehme ich jetzt in dem Fall hier einmal mein blaues Werkzeug und kann jetzt hier sagen, okay, gut, ich möchte jetzt vielleicht von der Breite her eine 10 cm oder 9. Ich mache jetzt auch einfach mal, ja, was machen wir denn? Wir machen mal 9,5 jetzt einfach mal und schneiden das Ganze jetzt hier einmal auseinander. Und jetzt habe ich hier ein schönes kleines Täschchen.
was ich jetzt hier einmal habe und kann das jetzt hier oben auch wieder mit dem Lochstanzer ein Loch reinmachen und dann einmal hier mit unseren Zierrüschen zum Beispiel ein Schleifchen oben dran machen oder ich klebe es oben komplett zusammen und mache noch ein Sichtfenster und habe natürlich mit dem zweiten noch eine zweite Möglichkeit, was anderes nochmal zu verpacken. Also so einfach könnt ihr euch jetzt so Mini-Verpackungen einmal gestalten. Und ich sehe gerade, Silvana hat mir hier schon was hingelegt, dass wir uns vielleicht nochmal... Ich habe dir den Fächer schon vorbereitet. Manchmal ist die Kamera von oben, zeigt das nochmal ein bisschen toller, weil dieses Besondere vom Effektkarton Oslo, das ist geprägt, das sehen wir hier vielleicht von ganz nah besonders gut. Und hier haben wir eben dieses tolle Creme einmal, dann einmal diesen abgetönten Goldton, den ich gerade verwendet habe. Aber wir haben hier auch ganz schön mal so ein Mintton mit dabei, auch wunderschön. Dann haben wir ein Dunkelblau noch mal hier mit dabei und alles hat einmal diese tolle Struktur. Dann aber auch mal so ein dunkelgrün, Silber darf nicht fehlen. Dann ein ganz, ganz tolles Rosé. Oh, das Schwarz finde ich auch toll, weil das hat noch mal so ein Goldglimmer mit dabei. Also auch wunderschön hier. Weihnachtsrot darf nicht fehlen und hier hinten versteckt sich noch ein ganz, ganz toller Goldton einmal mit dabei. Also die kommen einmal zu Ihnen nach Hause. 30 Stück mit 230 Gramm Stärke. Entweder habt ihr die Sortierung mit den 10 verschiedenen Farben, die euch Patricia gerade gezeigt hat. Da habt ihr ja jede Farbe dreimal in einer Sortierung. Oder man hat 30 Stück in diesem tollen Goldton, in diesem schönen Weihnachtsgold. Ein ganz, ganz toller Ton hier, dieses Gold. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Stanzen, oder? Können wir noch einmal zeigen, ich weiß gar nicht, ob du das hier schon vorbereitet hast. Wir wollten ja noch mal erklären, wenn wir einen Blockbodenbeutel haben, ohne Boden, wie wir jetzt diesen Boden selber basteln können. Genau, auf der Verpackung steht nämlich auch immer mit drauf, wie groß jetzt hier der Boden sein soll. Das sind jetzt die zum Beispiel hier, wo der Boden schon mit drin ist. Aber wenn ihr jetzt zu Hause sagt, ach, ich möchte jetzt nicht diesen Goldfolienboden haben, sondern ich möchte ihn zum Beispiel farblich angepasst in dem tollen Weihnachts... Rot oder in Grün zum Beispiel, dann steht hier auf der Verpackung einmal drauf, welche Größe ihr braucht. Jetzt in dem Fall wäre es 14 x 9 cm. Ich würde immer ein paar Millimeter kleiner schneiden. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt ca. 13,8 machen mal 9,8 vom Zuschnitt her. Und das Ganze steht natürlich hier auf den Transparenten hier auch drauf, weil hier habt ihr keinen Boden fertig schon mit dabei. Und dann könnt ihr euch jetzt hier 10 x 16 habt ihr jetzt hier. Ich würde auch hier ca. 2 mm kleiner das Ganze schneiden, damit ihr das ganz einfach reinkriegt. Und dann könnt ihr euch das Ganze hier einmal zuschneiden in den Farben oder in den Beuteln, wie ihr das habt. Könnt ihr dann eben sagen, ich möchte Silber oder Gold, weil es hier jetzt nicht dabei ist. Oder jetzt zum Beispiel für den anderen hätte ich jetzt zum Beispiel auch hier eine ganz toll Oslo jetzt hier mal reingegeben. Bei dir sieht man es jetzt gleich bei dem einen hier, dass hier zum Beispiel dieses tolle Grün hier unten jetzt mit drin ist. Haben wir jetzt einfach mal das Grün reingegeben und das Gold ausgetauscht, was natürlich auch super ist, wenn man dann sagt, man möchte einfach eine andere Farbe haben. Ihr könnt das nicht nur für den Boden verwenden, falls ihr zum Beispiel etwas habt, was ihr noch mal so ein bisschen hervorheben wollt und das zu Tonen, Tones und ein bisschen untergeht, könnt ihr das in den Hintergrund stellen, so wie wir das hier gemacht haben. Oder zu den Bändern kommen wir ja gleich auch. Man kann hier den Abschluss auch mit den Papieren machen. Da haben wir ja auch nochmal Möglichkeiten mitgebracht. Genau. Die gucken wir uns vielleicht auch an, bevor wir zu unserem Wimpelstanzer kommen. Wir haben ja am Anfang der Sendung gesehen, wir können mit Bändern, wie zum Beispiel unseren Zierrüschen, einen schönen Abschluss machen, das Ganze verpacken. Aber das wäre nochmal eine andere Variation, um die Blockbodenbeutel zu verschließen. Genau, und hier, ich zeige es mal seitlich, haben wir das Ganze einfach ähnlich wie so eine Ziehharmonika-Faltung gemacht, nur halt eingerollt. Dann einfach hier mit, ich habe es jetzt in dem Fall zugetackert, man kann es natürlich auch mit einem Klebepunkt einfach dann aneinander kleben und dann einfach die Lasche, das ist auch einfach in der Breite, wie ihr es haben möchtet. Ja. Ich würde jetzt bei dem hier, würde ich jetzt mal schätzen, so 6 cm, 3 cm auf jeder Seite, dann einfach bei 3 cm hier einmal Nuten, wie ich es euch gerade gezeigt habe, drüber geben und einmal fixieren. Somit könnt ihr natürlich auch individuell eure Böden gestalten, wie ihr das möchtet. Ja. Dann haben wir noch weitere Möglichkeiten, die können wir uns gerne auch einmal angucken, wo wir jetzt schon dabei sind, wie man die Blockbodenbeutel verschließen kann. Genau. Hier haben wir das Ganze mal mit einem Zierdeckchen gemacht, ähnlich wie das gerade mit dem Papier. Einfach das Zierdeckchen in der Mitte einmal gefalzt und dann einmal drüber gegeben. Und man kann natürlich auch mit dem Papier sich so kleine Anhänger gestalten, wo dann zum Beispiel auch wieder Frohes Fest mit unserem Handlettering-Stickern draufsteht. Ganz kleine Grußkarten zaubern aus dem Papier, auch schön. Genau. Oder man macht das Ganze mal hier komplett als Geschenk und man hat hier hinten nochmal die Grußkarte.
Karte nochmal mit dabei und hat das dann komplett einmal umgeklappt. Mhm. Ist natürlich auch schön, gerade jetzt vielleicht zur Geburt oder je nachdem, was man halt verschenken möchte, kann man das natürlich auch als Komplettverpackung verwenden. Ich finde, da stellt sich immer die Frage, was haben wir eigentlich, was verpacken wir? Und je nachdem könnt ihr sagen, ich brauche die etwas größeren Blockbodenbeutel oder die Blockbodenbeutel, die ich mir jetzt gesichert habe, haben eine Größe von 35 und ich brauche das gar nicht zuschneiden und mit dem Rest nochmal, so wie du es am Anfang gezeigt hast, was komplett anderes machen. Und hier zum Beispiel kleiner Tipp, wenn man, sage ich jetzt mal, wie so eine Art Sichtfenster nochmal mitarbeiten möchte. Wir haben später noch ganz, ganz tolle Kissentaschen, wo man natürlich auch so eine Sternausstanzung hat und auch die kann man dann zum Beispiel ganz toll hier einmal auf die, auf den Blockbodenbeutel setzen und hat dann ein Sichtfenster. Wenn wir jetzt den Abschluss mit unserem Karton, den wir gezeigt haben, machen, könnte man hier eigentlich sogar, fällt mir jetzt gerade auf, mit der Zackenschere hergehen und das auch noch mal ein bisschen aufpeppen. Genau, das geht natürlich auch. Hier haben wir sogar noch Griffe oben mit dran gegeben. Und hier versteckt sich jetzt zum Beispiel auch schon mal unser Wimpel jetzt, nochmal unser Wimpelstanze. Und hier habe ich mal alle drei kombiniert miteinander, was natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist. Und hier verbirgt sich auch wieder unsere tolle Rentiergirlande, zu der wir gleich kommen. Patricia hat jetzt gerade erwähnt, wir schauen uns einmal gemeinsam an, wie wir mit dem Wimpelstanzer arbeiten können. Da gibt es nochmal verschiedene Designvariationen. Ja. Wir haben ja drei Größen, haben wir uns angeschaut. Ihr könnt die ja auch so lang gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt die mit verschiedenen Papieren kombinieren und vieles mehr. Und da gucken wir jetzt einmal rüber zu dir. Was können wir alles aus diesem Wimpelstanzer gestalten? Ja. Wir brauchen natürlich klassisch unseren Wimpelstanzer und natürlich das passend zugeschnittene Papier. Mhm. Da würde ich euch den Tipp geben, schmeißt auf alle Fälle die Verpackung nicht weg, weil auf der Rückseite der Verpackung steht nämlich ganz genau, welche Größen ihr braucht. Ich habe es jetzt mal hinten auf die Streifen geschrieben und kann euch das gleich nochmal sagen. Aber da am besten die Verpackung nicht wegschmeißen oder man notiert sich das vielleicht irgendwie in einem Heft oder so, wo man sagt, das sind so meine Tipps und Tricks, die ich habe, dass man sich das da einfach notiert, dass man das hat. Oder man macht sich zum Beispiel auch hier vielleicht so ein kleines Klebi drauf oder so, dass man hier drauf schreibt, irgendwie so die passenden Größen, dass man das einfach weiß. So, und das geht ganz einfach. Das heißt, wir schauen jetzt einmal von oben das Ganze uns nochmal an, weil wir haben nämlich hier so kleine Rillen, die wir hier haben. Ich mache mal so, dann sieht man das vielleicht ganz schön. Wir haben hier nämlich diese Rillen. Und je nachdem, in welcher Breite ich mir das Ganze zugeschnitten habe, habe ich nämlich hier die Rillen, wo ich das super reingeben kann und dann auch so eine Führungsschiene habe, damit ich nicht falsch stanze. Das heißt jetzt hier in dem Fall bei dem breitesten, du hast es gefunden, sehr schön, seht ihr hier jetzt auch nochmal ganz genau die Führungsleisten eben einmal und wir haben hier die verschiedenen Breiten nochmal, also sprich 6,3, 5,1 oder 3,8 cm von den Breiten und je nachdem, also das schmalste ist eben die 3,8 und je nachdem habt ihr dann halt eben den Schnitt ein bisschen tiefer gesetzt, das sieht man hier oben ganz schön, oder eben ein bisschen breiter. Und das geht ganz einfach, das heißt, ich nehme jetzt hier mein Papier, habe jetzt hier einmal das und kann jetzt hier bei dem Größten jetzt hier einmal reingehen, bis nach hinten, bis ich am Anschlag bin. Mhm. Und jetzt drücke ich hier einfach drauf und schon habe ich das Ganze super zugeschnitten. Und das funktioniert natürlich auch bei sämtlichen anderen auch. Also jetzt hier auch bei dem Schmalsten, ich gehe hier einfach rein, bis ich nicht mehr weiterkomme, halte das hier fest, drücke einmal drauf und habe jetzt auch hier wunderbar meinen Wimpel einmal geschnitten. Und dann habe ich hier mal verschiedene vorbereitet, was man alles damit machen kann. Jetzt sehen wir bei dir auch, dass man die Wimpel, die man jetzt ausgestanzt hat als Bordüre, mal kürzer und auch mal länger verwenden kann. Genau, hier habe ich es jetzt mal ganz kurz gemacht und habe mal die beiden Papiere kombiniert. Erst Spiegelkarton und dann dieses Blau und habe mich hier auch für den Spiegel Silber von der Schrift hier mal entschieden. Und habe das ist von den Handlettering-Stickern. Genau, von den Handlettering-Stickern. Und jetzt kann man verschiedene Varianten machen. Hier habe ich es jetzt einfach mal den kleineren etwas kleiner zugeschnitten und aufgesetzt. Das wäre jetzt mal Variante 1. Dann könnt ihr natürlich auch ganz klassisch das arbeiten, so wie ich es euch gerade gezeigt habe. Jetzt hier mal in Kontrast mit dem tollen Blau. Ich finde, das sind so die beiden klassischsten Möglichkeiten, wie man das eigentlich verwendet. Genau. Du hast ja so ein bisschen getüftelt und geguckt, was kann man dann noch machen? Ja, das war das Witzige. Ich bin nämlich zu Silvana ins Büro gegangen und habe gesagt, ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe mich ein bisschen ausgetobt und habe nämlich hier einfach mal hergegangen und gesagt, okay, gut, ich will es auf der einen Seite haben. Warum soll ich dann nicht auf der anderen Seite auch stanzen? Also wenn ich das nicht immer glatt hinten haben möchte, stanzt einfach doch
schreibt mal auf der anderen Seite auch ein. Sagt erst so ungefähr, wie breit möchtet ihr das haben, ja, dass eure Schrift noch in die Mitte passt, zuschneiden und dann auf der anderen Seite auch nochmal reinstanzen. Das wäre Variante Nummer 3. Übrigens schreibt hier noch Anne-Maria, könnte man auch gut als Lesezeichen verwenden. Oh, ja, auch eine gute Idee. Sehr toll. Und jetzt das Ganze mal mit dem wunderbaren Oslo-Karton. Auch alle dreimal in der Kombination. Hinten alle gleich lang abgeschnitten und vorne immer so ein Stück eingerückt. Finde ich, sieht auch total klasse aus. Und am besten tatsächlich gefällt mir diese Variante hier einmal. Aha. Und zwar haben wir hier auch wieder das Spiegelgold genommen und dieses tolle Weihnachtsrot, auch hier wieder mit dem Spiegelschriftzug. Und hier haben wir, die Oberkante ist immer gleich angesetzt. Und hier unten dann dieses Versetzte und hier hinten auch nochmal das Versetzte. Also toll, das sieht so klasse aus. Und so kann man natürlich echt spielen, wie möchte ich es haben, möchte ich es ein bisschen wilder haben, möchte ich die klassische Variante. Und ich kann euch die hier ja nochmal so ein bisschen hinlegen, dann könnt ihr die alle noch mal zusammen sehen. Ja, übrigens als Tipp, wir haben ja unsere Handlettering-Sticker heute im Angebot zum Thema Weihnachten und wir haben verschiedene Papiere und dadurch, dass wir unterschiedliche Untergründe haben, könnt ihr immer eine von den vier Farben aus dem Handlettering-Stickern aussuchen. Wir haben zum Beispiel die weiße Sortierung, da empfehlen wir, wenn man mit der Goldfolie arbeitet, also mit dem Spiegelkarton oder allein mit dem goldfarbenen, da kann man das verwenden. Wenn ihr was Farbiges habt, könnt ihr auf Silber oder auch auf Gold gehen und dann sogar noch entscheiden, ob ihr das Gold in matt oder glänzend haben möchtet. Genau, und das geht auch ganz einfach, die zu nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal das Weiß, weil ich habe hier das Blau nämlich noch und habe mich jetzt mal für die lieben Weihnachtsgrüße entschieden. Ja. Und ich habe jetzt zwar jetzt noch nicht gestanzt, aber das ist ja egal. Wir können es einfach mal zeigen. Und dann kann ich das hier richtig schön ansetzen. Schauen, dass ich auch gerade bin. Das war jetzt schief, der Klassiker. Aber das Schöne ist, solange ihr das noch nicht komplett angedrückt habt, könnt ihr es immer noch mal so ein bisschen justieren. So. Und dann einmal gut festdrücken. Und erst wenn ich es jetzt festgedrückt habe, kann ich es auch dann nicht mehr so einfach von meinem Papier abziehen. Und jetzt könnte ich auf beiden Seiten einfach einmal einstanzen, so wie ich es jetzt hier zum Beispiel gemacht habe. Und man hat einen wunderbaren Schriftzug. Oder auch jetzt das Ganze zum Beispiel als Banderole. Ah. Ist natürlich auch schön, wenn man jetzt zum Beispiel ein Glas hat, Tischdekoration, das Ganze als Banderole. Ach schön. Also seht ihr, wie viele Möglichkeiten es eigentlich nur mit einem Stanzer gibt. Ja. Man kann, glaube ich, sogar viel, viel mehr Variationen. Also das, wo du die zwei Ecken gestanzt hast, also links und rechts könnte man jetzt nochmal ein kleineres in die Mitte setzen. Klar, dann natürlich. Könntest du von unten nach oben arbeiten. Es gibt noch zig Variationen, die ihr zu Hause noch austesten könnt. Gerne dann als Bastelarbeiten, also als Fotos zu uns schicken. Und ich weiß, dass viele jetzt noch mal neu reingekommen sind ins Video und jetzt mitgucken. Vielleicht können wir noch mal das Gewinnspiel erwähnen, da könnt ihr auch noch mal mitmachen. Genau, deswegen fleißig dieses Video teilen, am besten nicht in Gruppen, sondern immer auf eurer eigenen Seite. Und dann lösen wir am Ende der Sendung den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin aus. Und es gibt wieder ein prall gefülltes Überraschungspaket zu gewinnen. Ich freue mich immer, am Ende auszulosen, wer gewonnen hat. Vielleicht kannst du dir noch mal die eine Tüte nehmen, die können wir uns jetzt einmal hier so angucken. Ich finde es toll, Patricia hat nämlich entdeckt, normalerweise haben wir diese ausgestanzten Anhänger mit dem Wimpelstanzer immer runterhängen lassen. Dann hing das gerade runter, so wie bei dir. Ich sage ja, Patricia hat letzte Woche viel ausprobiert. Ich fand diese schräge Variation auch richtig klasse, oder? Ja, das ist total klasse. Und ich kann schon mal vorab sagen, es kommt gleich noch ein Muster. Als ich ihr das gezeigt habe, war nur so... Wie ist denn da drauf gekommen? Ja, das ist so simpel, aber es ist einfach, es ist schön. Manchmal sind es so Kleinigkeiten oder so Details, die das Ganze nochmal aufpeppen. Wir haben jetzt noch ein paar Bastelmaterialien mitgebracht, womit ihr eure Geschenkverpackungen aufpeppen könnt, wie zum Beispiel Schleifen und mehr. Und deswegen schauen wir einmal rüber. Es ist wie so eine kleine, schnelle Runde, was man noch benutzen kann für die Weihnachtszeit zum Einpacken, wie zum Beispiel unser Dekoband mit den Hirschen. Habt ihr vielleicht eben bei den Bastelarbeiten schon entdeckt. Ihr habt hier eine Sortierung mit drei verschiedenen Farben. Weiß, Creme und sogar dieses tolle Rot könnt ihr in einer Sortierung für 1,99 Euro bekommen. Ihr habt die Bänder jeweils auf der Rolle. Das sind diese niedlichen springenden Hirsche. Insgesamt habt ihr hier eine Länge von 3 Metern pro Rolle und ihr habt eine Höhe von ca. 3 cm. Also das ist unser erster Tipp. Das könnt ihr verwenden, vielleicht um Geschenke einzupacken oder auch bei unseren Blockbodenbeuteln haben wir das auch heute gerne verwendet. Da sehen wir es nochmal.
in Kombination und eben auf deinen Wimpel, ausgestanzten Wimpeln war das ja auch nochmal. Das fand ich auch besonders klasse. Gerne auch damit nochmal kombinieren. Patricia kommt jetzt einmal rein. Jawohl, da haben wir sie. Für 1,99 Euro die drei Farben mit 66% Rabatt. Artikelnummer dazu ist die 011585. Dann nochmal unser Tipp sind unsere Geschenkbänder und Schleifen im Mix. Die haben eine diamantierte Oberfläche. Ihr habt hier diese zwei besonderen Schleifen, die schon fast aussehen wie Blumen. Ja. Ihr habt dann nochmal das gleichfarbene Band und zwar jeweils immer 10 Meter lang und 5 mm stark in Silber und Gold. Und wir haben eine tolle diamantierte Oberfläche. Falls ihr Geschenke auch damit einpacken möchtet, hier nochmal der Tipp, sieht klasse aus, wenn man das als Highlight in die Mitte setzt und das Band sowieso gerne immer verwenden, um Geschenke einzupacken. Und wer eben zugeguckt hat, wie Patricia diese tolle Ziehharmonika-Faltung gestaltet hat, auch da haben wir unser Geschenkband verwendet. Da sehen wir nochmal diese tolle diamantierte Oberfläche, sieht klasse aus. Und dann von innen dieses matte Gold, was sich nochmal so ein bisschen absetzt. Sieht so schön aus in der Kombi. Schick, oder? Ja. Also ein ganz besonderes Geschenkband plus die zwei Schleifen für 99 Cent. Mit der Artikelnummer 012297. Und dann haben wir noch unsere Jute-Schleifen, drei verschiedene Farben und sogar noch verschiedene Designs haben wir. Wir haben hier einmal unsere runden Schleifen, das sehen wir hier aus Jute. Die haben einen Durchmesser von ca. 5 cm, einmal in diesem tollen Cremeton. Dann hier nochmal die zweite Sortierung und dann nochmal hier auch nochmal in diesem tollen Rot. Dann haben wir noch unsere einfachen Schleifen und alle Schleifen, die ich euch jetzt zeige, sind auf 99 Cent reduziert. Einmal die tollen kleineren Schleifen mit 4 Stück insgesamt und dann nochmal die drei ganz großen gibt es auch für 99 Cent. Und dann haben wir etwas Besonderes entdeckt. Viele von euch kennen die vielleicht schon. Wir dachten, es ist jetzt genau der richtige Zeit, mit denen zu arbeiten. Und das sind unsere Flechtkörbe aus Papier, die ihr selber gestalten könnt. Da haben wir insgesamt immer, ich zeige einmal die Verpackung, vielleicht ist es dann einfacher zu erklären. Ihr habt diese Streifen plus den Boden und den Henkel. Ihr könnt aus einer Sortierung insgesamt 10 Flechtkörbe gestalten. Ihr müsst nur noch die Ränder kleben, ansonsten flechtet ihr das. Falls ihr euch das nochmal angucken möchtet, da gibt es hier nochmal eine Anleitung, wie das funktioniert. Und ich meine, bei QVC hatten wir das auch schon mal erklärt, oder? Genau, das war mal ein ehemaliges Clubset und da ist es auch nochmal erklärt, vielleicht ist das Video da ja auch nochmal online. Also eigentlich super einfach nachzugestalten. Ihr habt hier immer ein 50-teiliges Set in den verschiedensten Farben zum selber flechten. Und falls ihr euch mehrere Sortierungen sichert, dann könnt ihr sogar die Farben untereinander kombinieren. Ihr habt hier eine Papierstärke von 230 Gramm, was wir sehen können. Und der fertige Korb ist 12 cm groß mal 8 cm und von der Tiefe her habt ihr da 6,5 cm. Also das ist das eine. Ich zeige euch noch gerne die anderen Farbsortierungen, die ihr bekommen könnt. Einmal zum Beispiel in diesen tollen. Das sind auch schöne Farben, oder? Ja, aber jetzt die nächste, die kommt, das ist so meine Sortierung, so alles so in Pastelltönen, finde ich auch schön. Dann haben wir noch als nächstes so eine Braunsortierung. Ihr bekommt alle Flechtkörbe aus Papier, wo ihr insgesamt 10 Stück gestalten könnt, für 4,97 Euro. Das ist auch schick. Also hier Rottöne, ich zeige nochmal auf der Rückseite, wie der Boden auch schon fertig ist. Alles schon vorgeschnitten, vorgenutet. Man muss eigentlich nur noch flechten und man ist fertig. Genau. Und dann hier nochmal diese tollen Naturtöne. Unser Tipp heute, wenn ihr gerne damit arbeitet und wir erklären euch jetzt auch, weshalb wir uns diese Flechtkörbe heute ausgesucht haben. Wir haben nämlich herausgefunden, es ist eine super Kombination, wenn wir mit dem Blockbodenbeutel arbeiten. Ja. Oder wenn ihr kleine Präsentkörbe jetzt basteln möchtet. Das ist auch toll. Das ist auch schön. Oder ich würde auch immer empfehlen, hebt euch einen Boden auf und hebt euch auch einen Streifen auf, weil dann könnt ihr das immer wieder nachschneiden. Mhm. Zum Beispiel aus unserem tollen Oslo-Papier. Das ist vielleicht auch ein ganz toller Tipp. Das muss man sich mal vorstellen. Also für fast 5 Euro 10 Stück, dann hat man ein Körbchen für 50 Cent. Das
es ja gar nichts. Ja, und man hat halt immer was zu Hause, es geht schnell, man hat was Handgemachtes und das sieht immer schön aus. Und jetzt würde ich sagen, kombinieren wir Blockbodenbeutel mit diesem tollen Körbchen. Und zwar brauchen wir jetzt hier einmal unseren tollen Blockboden. Ich habe den hier oben schon mal mit unserer Zackenschere hier einmal wieder eingeschnitten, weil ich das immer so besonders schön finde. Und dann mache ich den jetzt hier einmal auf und haben wir jetzt hier das Ganze schon mal einmal fertig gemacht. Das ist jetzt hier einmal für einen Wellness-Tag. Und das Schöne ist jetzt, ich kann den hier jetzt wirklich komplett einmal reinsetzen. So. Na, es ist am Anfang ein bisschen spillerisch. Vor allem, er flutscht mir gerade die ganze Zeit weg, aber jetzt habe ich es. Und dann kann ich den jetzt einfach nur nach unten so mit ein bisschen schütteln. Geht es dann gleich einmal nach unten und schon ist er einmal unten. Und ihr seht schon, ihr habt nicht viel Platz dazwischen. Deswegen ist es so ein bisschen zum Reinkriegen so ein bisschen spitterig. Aber sobald ihr es drin habt, sieht das natürlich wunderschön aus. Und gerade bei den Tönen, die wir jetzt haben, sieht man natürlich dieses alles Gute hier natürlich wunderbar. Und jetzt können wir hier oben noch verschiedene Möglichkeiten machen, wie wir das Ganze jetzt zuschließen. Das heißt, wir haben hier jetzt einmal diese wunderbare Kante. Das heißt, wir können jetzt hergehen und können hier oben jetzt einfach, entweder wir machen hier zwei Löcher rein und setzen dieses wunderbare Band mit dazu. Oder wir könnten jetzt hier zum Beispiel auch so eine Schleife hier oben nochmal mit dran geben. Das könnte man super in der Kombination eben auch hier zum Beispiel, oder die hier könnte man auch dir mal alles hin, wunderbar was wir hier jetzt einmal mit dran geben. Es sieht doch ganz toll aus, wenn man das damit dann nochmal verschließt. Schöne Möglichkeiten. Ja. Jetzt habe ich eben, ich meine in den Kommentaren, ich habe es nur überflogen, dadurch, dass man diese Streifen hat, dass man sogar also die Streifen nutzen kann, um Sterne zu basteln. Aber bei dir sehen wir jetzt nochmal ein fertiges Körbchen. Und das geht eben ganz einfach. Das heißt, ich habe hier einmal, ich drehe es mal komplett um, ich habe hier einmal den Boden und dann habe ich hier einmal die Streifen, die hier so nach oben gehen. Und dann suche ich mir entweder eine Kontrastfarbe aus, so wie wir es hier jetzt in dem Rot gemacht haben, oder ich bleibe Ton in Ton, kann ich natürlich auch machen. Und dann klebe ich das an einer Seite, klebe ich das Ganze hier jetzt zum Beispiel fest. Und fange dann an zu flechten. Und dann gehe einmal komplett ringsherum. Ich habe mal was mitgebracht. Genau, Silvana hat hier mal was mitgebracht, wie das nämlich ist. Und zwar, die erste Reihe haben wir jetzt schon fertig gemacht. Und ihr seht immer, ich suche mir immer eine Seite aus, wo ich das festklebe. Dann knicke ich das jetzt hier einmal. Jetzt muss ich hier natürlich nach oben. Bei dem nächsten gehe ich jetzt einmal nach innen. Dann komme ich hier wieder raus. Das heißt, ich war jetzt hier oben, hier war ich innen, hier muss ich wieder nach oben. Und beim nächsten muss ich jetzt wieder nach innen. Und so arbeitet ihr euch jetzt einmal komplett weiter. Jetzt muss ich selber gucken, jetzt muss ich wieder nach innen. So, jetzt habe ich die erste Reihe jetzt hier einmal fertig. Dann knickt ihr das an der Stelle wieder. Und jetzt muss ich natürlich hier jetzt wieder nach außen einmal. Dann wieder nach innen, nach außen und wieder nach innen. Wisst ihr, was das Tolle ist? Es war gar nicht geplant, dass wir euch das zeigen. Ich habe es aber eben noch bei uns hier gesehen, dass wir es mal angefangen hatten, um selber zu gucken, wie funktioniert das. Und schaut mal, wie einfach das ist. Genau, und ihr müsst euch immer dieses Flechten immer einmal nach außen, das Band, dann geht das Band nach innen, wieder nach außen. Und so macht ihr das komplett einmal weiter, bis ihr drumherum seid. Wichtig ist, dass ihr es immer schön runterschneidet. So, hier jetzt auch. Jetzt gehen wir hier mal ran. Das heißt, ich bin jetzt hier außen, hier richtig runterschieben. Das heißt, ich knicke es jetzt hier einmal, bin jetzt hier außen, muss jetzt hier wieder nach innen, hier wieder außen und jetzt hier nach innen. Und hier war mein Anfang. Das heißt, ich klebe das jetzt hier einmal, die beiden Anfänge, aneinander und schon habe ich meine zweite Reihe einmal fertig. Das heißt, meine dritte wäre jetzt in dem Fall wieder so, dass ich hier außen anfange und dann gehe ich einmal wieder komplett ringsrum und habe dann mein Körbchen geschlossen. Und oben könnte man es dann so machen, wie jetzt hier zum Beispiel, dass wir jetzt hier eine Strassbordüre oder hier eine 3D-Relief-Sticker oben angibt. Und ich habe auch immer kleinere Bänder nochmal mit dabei, dass ich einen schönen Griff einmal noch mit dran geben kann. Wenn man es jetzt mit dem Blockbodenbeuteln kombiniert, haben wir ja den Tipp gegeben, den Henkel nicht verwenden. Dann wirkt es nochmal besonders. Genau, man kann ihn besser. Genau, man kann ihn natürlich auch drin lassen. Dann tut man sich auch ein bisschen leichter, das Ganze reinzutun. Hast du auch recht. Aber man kann das natürlich auch einfach abmachen und dann hat man halt einfach nur so ein Körbchen. Und den Henkel hebt man sich dann auch für was anderes. Oder man macht schöne Sterne draus. Gute Idee. Habe ich wirklich richtig gelesen. Ich hatte es eben überflogen, als ich die nächsten Aktionen vorbereitet habe. Und dann musste ich nochmal gucken, aber ich habe es richtig gelesen. Tolle Idee, weil man aus den Streifen natürlich jetzt auch Sterne falten kann. Super. Dafür seid ihr auch da. Wir müssen uns hier ja austauschen. Ihr müsst uns auch ein bisschen inspirieren. Und das macht ihr auch sehr gut. Ja.
Wir haben am Anfang der Sendung verraten, heute dreht sich alles um unsere beliebten Blockbodenbeutel. Aber wir haben natürlich viel mehr mitgebracht, wie zum Beispiel Geschenktaschen und Boxen mit Sichtfenstern. Und da sehen wir sie heute im Angebot. Eine riesengroße Geschenkbox mit Sichtfenster. Ich drehe die mal einmal komplett rum, dass ihr die sehen könnt. Bekommt ihr heute und morgen für 3,48 Euro. 50% Rabatt gibt es hier. Ihr habt entweder 5 Stück in Schwarz oder 5 Stück in Weiß, wie wir es hier sehen können, mit einer Höhe von 30 cm und einer Tiefe von 13 cm und in der Breite habt ihr dann 18 cm, riesengroß, 350 Gramm an Stärke habt ihr bei diesem Karton. Das Besondere ist hier wirklich, dass wir ein Sichtfenster haben und unsere Geschenke oder auch vielleicht Bastelideen in Szene setzen können, wenn wir etwas verschenken möchten. Ich kann euch verraten, das Besondere bei diesen Geschenkverpackungen ist, dass wir kein Klebematerial benötigen. Wir können die einfach auffalten. Wir zeigen euch das gleich. Und schon habt ihr diese tolle Geschenkverpackung, ohne viel weiteres zu machen. Und jetzt gucken wir uns einmal gerne gemeinsam an, was für tolle Bastelideen es gibt. Die Geschenkboxen, entweder 5 Stück in Schwarz oder 5 Stück in Weiß, gibt es mit der Artikelnummer 011827, wie gesagt, für 3,48 Euro. Hier ist die Variation, von der du eben gesprochen hast, die ich so klasse fand. Weil guckt mal, hier haben wir nochmal mit dem Wimpelstanzer gearbeitet und mit dieser langen Bordüre. Patricia hat das einfach hier rüber gefalten. Ich finde das eine geniale Idee. Und dann nochmal einen Abschluss mit einer Schleife gesetzt und unser Hirschband ist auch dabei. Ja. Also auch mit dem Hirschband kann man toll Schleifen fädeln. Mhm. Also das ist natürlich auch eine super schöne Kombinationsmöglichkeit. Und das ist so simpel. Ich hatte das gemacht, bin dann zu Silvana ins Büro, weil ich sie eigentlich was anderes fragen wollte. Und sie war so, was? Wie hast du das gemacht? Wie toll. Ich fand's klasse. Falls ihr Diamond Painting Bilder habt oder auch Karten, könnt ihr die hier auch nochmal einbauen. Oder mit unseren tollen Papieren die ganze Box einmal verzieren. Hier haben wir das Sichtfenster einmal geschlossen, aber gerne natürlich auch geöffnet. Und hier versteckt sich übrigens auch ein Teil unserer Blockbodenbeutel. Ja. Die haben wir nämlich zugeschnitten und nochmal auf dieses Sichtfenster gesetzt. Ja, aber wir haben ja 30 Blockbodenbeutel und wenn wir jetzt sagen, oh, vielleicht möchte ich einen mal für irgendwas anderes verwenden und ich brauche nur ein Stück, weil ich einfach ein kleineres Geschenk habe, was ich verpacken möchte, den Rest nicht wegschmeißen, kann man dann zum Beispiel hier schön zum Verzieren nochmal von diesen tollen Boxen nehmen. Das waren unsere schön großen Geschenkboxen. Wenn wir einmal weiterschauen, haben wir auch unsere Geschenktaschen mitgebracht. Die sind etwas kleiner, falls ihr mal kleinere Geschenke habt. Also heute ist alles dabei. Wir haben unsere Blockbodenbeutel, wir haben große Verpackungen, aber auch kleine Geschenktaschen, ebenfalls mit Sichtfenster, die ihr heute und morgen mit 50% Rabatt bekommt. Da habt ihr insgesamt 6 Geschenktaschen mit Sichtfenster für 2,98 Euro. Wie gesagt, hier spart ihr auch 50% und das hat die Artikelnummer 012085. Dreimal die weißen und dreimal die schwarzen und du hast schon ein paar Möglichkeiten gezeigt, wie man das Ganze gestalten kann. Ja. Mit Henkel haben die übrigens eine Höhe von fast 17 cm. Schön große Täschchen, aber auch mal was, wo man kleinere Sachen einpacken kann. Ja, und natürlich auch super mit unseren Handlettering-Stickern wieder in der Kombination. Ein toller Preis und ich glaube, jetzt haben wir viele Variationen, wenn wir mal kleine Sachen verpacken möchten, wenn man mal große Sachen verschenken möchte oder halt auch mit dem Blockbodenbeutel mal groß und klein spielt. Und wir haben auch gesehen, wenn man was ganz Kleines oder kleine Aufmerksamkeiten nochmal verschenken möchte, dass man die Faltanleitung hat. Wir haben ja jetzt aber verraten, dass wir bei diesen Geschenkboxen, mit denen wir arbeiten, also diesen riesengroßen Boxen, kein Klebematerial benötigen. Und deswegen müssen wir uns einmal angucken, wie falte ich das. Das ist ja wirklich genial. Genau, das ist nämlich das Tolle, weil das sind sogenannte Autoboxen. Ich kipp das mal so zu euch. Das heißt, ich eröffne sie einfach nur und dadurch schließt sich nämlich hier unten mein Boden komplett. Das heißt, mein Boden habe ich jetzt schon. Das heißt, ich knicke es jetzt hier einfach nur noch mal nach an beiden Seiten. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist hier oben praktisch mein Verschluss. Hier innen sieht man jetzt nochmal schön diesen Mechanismus, der dann ineinander greift. Und jetzt muss ich hier oben nur noch das Ganze jetzt hier einmal nach innen knicken und dann das Ganze wieder zurück. Die Lasche, die hier jetzt ist, die knicken wir jetzt auch einmal nach innen, dass das Ganze dann
So, ich zeige es euch mal so jetzt hier aussieht. Das heißt, ich bin einmal nach innen gegangen, dann habe ich das obere wieder aufgestellt und habe die innere Lasche nach innen gemacht. Das muss ich jetzt natürlich auf der anderen Seite auch machen. Das heißt, jetzt hier einmal nach innen knicken das Ganze, dann hier oben wieder nach oben. Und das, was hier jetzt oben hier noch ist, das muss wieder nach innen. Das ist praktisch hier, dass wir oben einen schönen Verschluss haben. Jetzt nehme ich die beiden Henkel, drücke sie nach unten. Also nehme beide, drücke sie nach unten und jetzt mache ich nur noch die eine Lasche hier einmal, streife ich drüber und das mache ich auf der anderen Seite auch noch und schon ist meine Box verschlossen. So, und schon habe ich sie fertig und kann sie schön verschenken, mein Geschenk jetzt reingeben und ich kann sie jederzeit auch wieder öffnen. Das heißt, ich drücke das jetzt hier nach unten, dann ploppt links und rechts schon auf und dann kann ich jetzt hier wieder das Ganze öffnen, kann mein Geschenk rausholen oder reingeben und habe so immer wieder eine wunderbare Verpackung und kann sie auch immer wieder weiter benutzen. Wie einfach das auch funktioniert. Und sowas wäre, da muss ich immer an Loredana denken, etwas, was man in der Tasche hat. Und das Schöne ist jetzt, wenn ich sage, oh, schwarz gefällt mir nicht, ich will doch lieber die weiße. Das heißt, ich nehme jetzt einfach die beiden Henkel wieder hoch, drücke das nach oben, nehme es einmal hier, drücke jetzt einmal mit der Hand hier einmal rein und schon kann ich es wieder flach hinlegen und kann es flach aufbewahren. Super. Insgesamt 5 Stück habt ihr dann in einer Sortierung. Für besonders große, tolle Geschenke. Was verschenkt ihr damit? Hast du schon Ideen für Weihnachtsgeschenke dieses Jahr? Ja, tatsächlich. Ja. Aber das darf ich ja jetzt nicht sagen. Ah. Wir gucken bestimmt welche zu, die das vielleicht dann nicht wissen dürfen. Habt ihr auch schon Ideen für eure Weihnachtsgeschenke? Ich muss auch langsam anfangen. Der Dezember, also Weihnachten, kommt doch schneller als erwartet. Manchmal. Aber erst muss ich tatsächlich noch ein bisschen für den Adventskalender basteln. Oh. Beziehungsweise ich habe alles schon fertig gebastelt. Ich muss es nur noch verpacken. Deswegen ist die Sendung jetzt super. Das heißt, ich werde heute, wenn ich Feierabend habe, erstmal die selbstgebastelten Sachen, die ich mal für die Adventskalender mache, dann schön verpacken. Könnt ihr jetzt auch machen. Mhm. Wir haben noch eine letzte Möglichkeit, wie ihr Geschenke einpacken könnt. Und denkt immer dran, ihr könnt wirklich alle Geschenkverpackungen rund ums Jahr verwenden. Ich finde, Eiskristalle sind zum Beispiel auch etwas, was ich ganz gerne im Januar mag, weil es dann nochmal schön kalt ist. Weihnachten ist vorbei, aber es passt irgendwie zur Winterzeit. Oder auch Sterne. Sterne ist auch so ein Thema, was man das ganze Jahr eigentlich sieht. Und apropos Sterne, hier kommt unser letztes Angebot der Live-Show, nämlich unsere Kissentaschen mit Sternausstanzung. Ihr habt 3 Sortierungen zur Auswahl, entweder 10x in Silber, 10x in Gold oder 10x in diesen verschiedenen tollen Farben. Ich fächer das mal so ein bisschen auf, dann können wir das sehen. Ich zeige euch gleich auch, wie diese Geschenktaschen fertig gefaltet aussehen. Ich spiele hier noch mal so ein bisschen rum. Du spielst dann noch so ein bisschen rum. Also ihr seht schon, ihr habt hier eine Wahnsinnsfarbvielfalt. Da ist auch ein ganz tolles Lila dabei. Passend für mich natürlich. Das ist überhaupt nicht meine Lieblingsfarbe. Was wäre denn deine Lieblingsfarbe? Das so schwierig. Also, ich finde dieses Blau so schön. Mein Nagellack ist ja heute auch im Blau, finde ich ganz klasse. Und hier. Oh ja, dieses helle Mint, das ist auch ein super schöner Ton. Aber es ist auch ein hellgrün mit dabei. Ja. Und auch, was ich ganz schön finde, jetzt für Weihnachten auch ein tolles Rot nochmal mit dabei. Oder eben, ihr entscheidet euch für die farbreine Variante, entweder in Silber oder in Gold. Und wenn ihr das Ganze gefaltet habt, sieht das so aus, eine Geschenktasche, die ihr dann jeweils links und rechts öffnen könnt, entweder befüllen und wenn man sich das dann ganz auspackt, dann kann man die auch wiederverwenden. Das ist das Tolle. Es gibt verschiedene Variationen, wie wir das Ganze dekorieren. Ihr könnt das Sichtfenster natürlich mit Windradfolie freilassen oder mit den Resten unserer Blockbodenbeutel, Transparentpapieren oder einfach mit farbigen Papieren verzieren. Übrigens als Tipp, ihr könnt die komplette Oberfläche auch beglimmern. Oder ihr arbeitet mit unseren Bollblistern, die gibt es bei uns im Shop. Habe ich euch auch nochmal, falls ihr nochmal reinguckt, was es für Angebote heute gibt, verlinkt. Das könnt ihr verwenden in Kombination. Und wenn ihr Lust habt und es ganz klassisch gestalten möchtet, könnt ihr das Ganze kombinieren mit unseren 3D-Motiven. Die haben alle eine tolle spiegelnde Oberfläche, sieht immer richtig edel aus. Und ihr habt jeweils immer 10 Kissentaschen mit den Sternausstanzungen. Heute und morgen einmaliges Angebot mit 59% Rabatt für 1,99 €. Und da habt ihr eine Größe von 11 x 5 x 14 cm. Und die Sternausstanzung, ich weiß, das werden jetzt ganz viele Fragen, da habt ihr ungefähr einen Durchmesser von 9,5 cm. Und jetzt
Schauen wir einmal rein, wie super einfach das ist. Wir brauchen eigentlich hier nur dieses Stückchen Sticky Tape. Genau, man klebt eigentlich nur eins, es ist alles vorgenutet und man muss eigentlich nur hier unten an der Lasche einmal Sticky aufgeben, aber ich kann euch das einmal zeigen. Das heißt, wir legen das einmal hin. Das Einzige, was wir machen müssen, ist einmal hier knicken. Und einmal hier unten einmal knicken. Dann gebt ihr hier einmal Sticky Tape drauf. Ich persönlich mache es immer so, dass ich es verkehrt herum hinlege, mir das hier nach oben falte, festhalte und dann einfach hier drüber klappe. Somit habe ich nämlich hier eine perfekt sitzende Kante, ohne dass mir irgendwas überlappt oder so. Das ist so ein Tipp, den ich immer mache. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch hergehen und jetzt knickt ihr einmal die eine Seite, weil es ist ja alles schon vorgenutet, einmal nach innen. Und auf der Rückseite müsst ihr das natürlich auch nochmal machen. Und ich gehe dann immer nochmal mit den Händen her und knicke es hier nochmal so ein bisschen nach. Das war jetzt die eine Seite. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Also richtig schön hier einmal rangehen. Und auf der Seite genauso. Und das ist super einfach, weil alles vorgenutet ist. Und auch hier kann man jetzt nochmal mit einem Schriftzug arbeiten. Oder hier ist jetzt zum Beispiel Transparentpapier einmal mit dabei, mit diesen tollen Eiskristallen. Wir können mit Reliefstickern arbeiten oder mit anderen Stickern. Also da ist ganz, ganz viel. Und immer wieder wiederverwenden. Das heißt, auch hier kann ich das Ganze hier öffnen, auf beiden Seiten wieder und kann es dann flach verstauen. Wenn man es jetzt geschenkt bekommt, dann könnte man die Geschenkverpackung nochmal weiter verschenken. Und wir gucken noch einmal gemeinsam durch, was es heute an tollen Bastelideen gibt. Wir haben hier mit unseren Blockbodenbeuteln gestartet. Nochmal der Tipp, unsere Ziehharmonika-Faltung war wirklich klasse. Ganz einfach gemacht und aber hat einen ganz besonderen Effekt. Genau, aber auch natürlich hier oben den Abschluss mit unseren springenden Hirschen jetzt zum Beispiel. Dann unsere Kissentaschen. Also da ist ganz, ganz viel, was man noch gestalten kann. Oder eben die Wimpel. Ja, das ist eine Kombination. Also wie so ein Helfer, der heute, also jetzt zur Weihnachtszeit, eigentlich nicht mehr fehlen darf. Nein. Da sehen wir so nochmal die verschiedenen Möglichkeiten, die wir heute hatten. Denkt auch gerne an unsere Geschenktaschen. 6 Stück jeweils im Angebot. 3-mal in Weiß, 3-mal in Schwarz. Übrigens auch rund ums Jahr, wie man hier sehen kann, zu verbasteln. Oder unsere ganz großen Geschenkboxen, die wir ja heute auch mitgebracht haben. In Weiß oder vielleicht auch in Schwarz. Und die sind matt. Ja, das ist auch ganz schön. Nee, haben wir nicht erwähnt. Sowohl die Taschen mit dem Sichtfenster als auch unsere tollen großen Boxen. Ja, auch dieses Mattierte finde ich auch immer ganz schön. Schick, ne? Also wir sind gespannt, für was ihr euch entscheidet. Das sind einmal unsere Empfehlungen, die ihr benötigt, wenn ihr mit unseren Bastelideen zu Hause alles nachbasteln möchtet. Und natürlich auch Tipps und Tricks. Dann nochmal das Schleifenband, der Lochstanzer, das war ja auch ganz wichtig. Ja. Und ich finde, heute war der Rollenschneider auch ein sehr wichtiges Tool, was wir verwendet haben. Dann gucken wir mal gemeinsam rein, was sind eigentlich die nächsten Termine. Am Mittwoch gibt es wieder den Bastelclub bei QVC um 15 Uhr und abends dann eine Stunde hier aus Bielefeld, Karins Bastelwerkstatt bei QVC 2. Wir machen natürlich nächste Woche Montag weiter, wie gewohnt um 14 Uhr. Das Thema steht schon fest, aber wir verraten es natürlich nicht. Das wollte ich gerade sagen. Bist du gemein oder bist du nicht gemein? Ach nein, ich bin nicht gemein. Ich will es nur, es muss doch spannend bleiben. Ja, und ich sage so viel, es ist was sehr Schönes. Ja, es ist wirklich was sehr Schönes. Ja. Du hast recht. Es ist was sehr Schönes. Das stimmt. Aber was? Ihr könnt ja raten. Ihr könnt vielleicht erraten, was es sein kann. Ein sehr weihnachtliches Thema? Ja. Eine bestimmte Farbe? Ja. Hat es auch? Eine sehr zurückhaltende Farbe, ja, oder? Sehr zurückhaltend. Ah, wisst ihr schon? Nein, unsere Tipps sind viel zu allgemein. Ja, das stimmt. Das gab es dieses Jahr noch nicht. Nein. Und es haben sich viele gewünscht. Das hat was mit dem Wetter zu tun. Ja, haben sich wirklich auch einige gewünscht. Ja, das stimmt. Hat was mit dem Wetter zu tun. Ja, was wir vielleicht bald kriegen. Ihr dürft gerne raten. Ansonsten guckt einfach bei uns bei Facebook rein. Da kündigen wir immer die Shows an, was es am Montag gibt. Also könnt ihr da gerne einmal reinschauen. Wir haben jetzt noch eine Aufgabe und dann verschwinden wir, bevor wir uns verplappern. Ja, genau. Also schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mitgemacht habt und wir uns austauschen konnten, dass wir so eine tolle Zeit gemeinsam hatten. Patricia lacht schon. Ich kann mir das Lachen auch nicht mehr vorstellen. Wir lesen jetzt einmal gemeinsam vor. Wer hat eigentlich unser Gewinnspiel gewonnen? Ja. Das hat heute Marlies Staub gewonnen.
einen herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit deinem Überraschungspaket. Ja. Gibt's jetzt nach der Sendung, packen wir das und dann melden wir uns bei dir. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns nächste Woche Montag um 14 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.